Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm. Okay, ja, drunter durch. Ganz witzig. Shit! Los auf da. Uah. Hansos, perfekt. Kommt genau richtig. Ja, mit dem Schuss. Kudo-Puppe. Da kommen noch mehr. Einer hat einen sitzen, warte mal kurz. Bin nicht so schnell. Okay, was haben wir da? Irgendwie sehe ich hier gar nichts. Mach den die Hölle heiß! Vorsicht! Sie dürfen uns nicht in die Flanke fallen! Oh fuck. Alter Schwede. Ja, es wäre wohl besser, wenn ich mich irgendwo in der Ecke faktiere und von dort aus schieße. Was das ist, würde mich gerne mal interessieren. Die Tür ist im Arsch. So, zuallererst brauche ich Munition, sonst wird da nichts aus. Was haben wir denn noch hier? Vollgas. Shit. Uah. Ich bin jetzt hier bleiben. Mit dem Granatwerfer. Oh, keine Chance, was ist los hier? Okay, wenn die kommen, ist Granatentime angesagt. Nee, die gehen gar nicht. Die Tür ist im Arsch. Gut, weil da wieder einkaufen gehen. So, Money haben wir erstmal genug. Shit! Noch mehr. Erst von da und dann von da. Mach den die Hölle heiß! Vorsicht! Sie dürfen uns nicht in die Flanke fallen! Wieder auf dich!
Uah. Einfache Rückwärtshalt. Jetzt bist du. So, das sollte es gewesen sein. Moment, hört ihr das? Ein Skull Banshee. Und er ist ziemlich nah. War das? Gute Idee. Ich spule mal Heißlauf. Die Waffe gefällt mir. Heilige Scheiße. Hypermutiert. Ich hab bisher noch nie einen gesehen. Er bewegt sich aber. Er ist untot. Dann machen wir den mal richtig tot. Er ist erledigt. Aber er ist nicht tot. Und wie lösen wir das Problem? Boah, der hat Schlacht auf. Uah. Gebaut. Hier bricht alles zusammen. Nein. Irgendwas hat das ausgelöst. Irgendwas Großes. Hast du vielleicht eine Ahnung, Fischer? Ja, ne? Hab eine Vermutung. Hoffe nur, ich irre mich. Wäre ja mal gespannt. Wo geht's jetzt hoch oder runter? Ich hab einen Serrano-Schinken. Meinen internen Berechnungen nach sind unsere Überlebenschancen äußerst gering. Der beschissene Computer in deinem Schädel braucht dringend ein paar Antidepressiva. Was jetzt? Pass mal auf hier. Kannst du uns hier rausbringen, Gray? Vorsicht, das hat ja fast freundlich geklungen. Hoppala. So. Wetter
Immer schneller, Schwachkopf. Da haben wir ja wieder die bemühte Feindseligkeit. Sie wirkt ein wenig gezwungen. Sie schafft es kaum, deine Lust zu verbergen, Mademoiselle. Super, klasse. Welches Mädchen steht nicht auf den stinkenden Piraten, wegen dem es in der Hölle gestrandet ist? Wann kommt dein Rettungsschiff an? Mit meiner Peitsche habe ich auch den Kontakt zur Kingdom Terminal verloren. Sie wissen nicht, dass ich noch lebe. Aber der Kerl in der Kapsel, wenn er noch lebt, vielleicht solltest du ihn mit meiner Peitsche kontaktieren. Geht nicht. Deine Peitsche wurde beschädigt, als sie an dich gebunden wurde. Sie kann keine Nachrichten senden. Wenn er noch am Leben ist, ist seine Evakuierung im Gange. Wenn er stirbt, wird sie abgeblasen. Ganz einfach. Wenn man vom Teufel spricht. Ich empfange Kampfsignaturen. Er ist am Leben. Er hält gegen einen ganzen Top Skulls durch. Noch. Er lebt. Es gibt noch Hoffnung. Weiter Käse. Das Champ ist gleich nicht mehr. Holo-Pflanze. Wir sind fast da! Mischka, warte! Verdammt! Hilf mir runter! Wir brauchen sie nicht mehr. Ja, trotzdem können wir sie nicht zurücklassen. Vor kurzem wäre dir das noch klar gewesen. Eine Lektion in Ethik? Die Dinge haben sich geändert. Du gibst also auf. Du lässt den Computer gewinnen. Ja. Los! Ich bin dein ewiges Gemecker sowieso leid. Sei gewarnt, Serrano steht unter meinem Schutz. Wenn du versuchst, ihn zu töten, dann wirst du dran glauben. Dann bist du dran. Du bist dran, dämlicher Roboterarsch. Komm schon, Kleine. Bleib bei mir. Du brauchst dringend ein Pfefferminz. Ich hab euch gehört. Du hast das alles nur getan, um eine Rechnung mit Serrano zu begleichen? Nach allem, was er getan hat? Ja. Ich will dieses miese Stück Scheiße töten. Warum? Er hat Blut an den Händen. Mehr als du glaubst. Und das sagst du? Ihr Schweine habt unschuldige Kinder ermordet. Das ist Serranos Version. Ach, ja? Soll ich etwa lieber einem desertierten Piraten glauben? Weißt du, warum Dead Echo ausgestiegen ist? Serrano wollte uns für eine Menge üble Scheiße benutzen. Für Morde an Zivilisten, politischen Gegnern, Reportern, Zeugen. Was hast du gesagt? Reporter? Serrano soll Reporter ermordet haben? Mindestens einer. Der Mann hieß... Novak. Schwachsinn! Woher weißt du das? Novak? Kennst du ihn? Mein Vater wurde von Separatisten getötet. Verdammt! Ich bin dem Chor nur beigetreten, um diese verfluchten Separatisten auszulöschen, die ihn ermordet haben. Wenn du weißt, wer es war, wer es getan hat, dann gib mir jetzt einen verfickten Namen! Ich weiß nicht, wer es war, aber der Befehl kam von Serrano. Du gottverdammter Lügner! Woher kenne ich wohl den Namen Novak? Wir haben Serranos Akten gesehen. Dein alter Herr war einer der Gründe für unsere Abkehr von Serrano. Wenn du lügst, reiß ich dir deine scheiß Kehle raus. Ich bring dich um. Langsam und qualvoll. Du wirst dir wünschen, du wärst bei dem Absturz gestorben. Unterhalten wir uns mal mit dem General. Na, endlich. Auch tiefer. Mal wieder klettern, so ein Scheiß, ey. Hey, warte! Eieieiei. Glück sollte ich vielleicht die Führung übernehmen. Ich hab Licht. Bleib einfach nah bei mir. Jetzt los.
Ich hab's nicht so mit dem Folgen. Super. Ein alter Hund lernt eben keine neuen Tricks mehr. Ich mag diese engen Räume nicht. Ist das Angst in deiner Stimme, Prinzesschen? Nein. Nein, verdammt. Schön liegen bleiben. Was für ein Gestank. Ja. Es wird immer schlimmer, je weiter wir kommen. Ah, ich glaube, bleibt noch liegen. Gott verdammt! Ich meine, sieh dir das an! Ein Fütterungsgelände der Burnouts. Oh oh. Was ist das hier, Alter? Aha. Alter Verwalter. Was ist das denn? Was zum... Denk mal, wir müssen mich hier rein. Voller Kampf. So, das wär's doch. Weiter geht's. Ich hab das Gefühl, ich sollte jetzt irgendeinen geistreichen Kommentar abgeben. Warum gerade jetzt? Siehst du das? Frische Luft. Wir sind fast draußen. Gott sei Dank. Alkohol, das war diesmal schnell. Geschehen. Oh, Ärger. Du bist echt so ein Idiot. Was war das? Was auch war, unser Spiel hat sich minimiert. Wüsst auch mal gerne warum. Gott sei Dank. Gern geschehen. Du bist echt so ein Idiot. Ein Hinterhalt! Ist ja Wahnsinn, Schlüssel. So, wo seid ihr? Oh, lalalala. Rutscht mal um die Ecke. Bist du? Keine Munition, aber ich hab das sofort. Oh, eine Leinwaffe. Oh, ich hab ja, was ist hier los, ey? Hör auf, du Rump. Ah, so eine Sauerei hier aber auch. Liegen bleiben. Also geht auch für dich liegen bleiben. So, verwenden.
Och, boah. So, ich brauche Munition. Hier geht's hin. Ich war aber doch hoch, oder? Was zur Hölle ist da los? Oh Mann, wir haben größere Probleme. Es wird hier immer besser. Ja, ist das widerlich. Problem gelöst. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter. Was ist das denn jetzt? Seid ihr auf eurem Weg in die Stadt zufällig durch eine Höhle gekommen? Habt ihr vielleicht irgendetwas verärgert? Naja, vielleicht. Wie bescheuert bist du, Arsch, eigentlich? Keine Ahnung. Mittelmäßig, schätze ich. Diese Dinger geben keine Ruhe. So, meine Freunde, leider Ende unserer Folge heute schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu Let's Play Bulletstorm. Es bleibt spannend. Bis morgen.